So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Skyrim. Und wir stehen hier gerade in den Mauern, naja, Mauern nicht wirklich, also in den Festen der Ivar-Stadt oder von Ivar-Stadt, ich weiß gar nicht, die Stadt oder von Ivar-Stadt, wenn es ein Ort ist. Also einfach mal Ivar-Stadt. Und wir wollten ja gerade hoch nach Hochotgar, so heißt es da, glaube ich. Und mal uns ein bisschen der Hauptquest widmen. Und einige Leute werden sich wahrscheinlich fragen, wieso ich mein Pferd denn da hinten stehen lasse. Das liegt einfach daran, da wir letzte Folge überhaupt keine guten Erfahrungen damit gemacht haben, da hoch zu reiten. Wegen dem ganzen Viechkram und so. Und das ist mir dann doch etwas lieber, wenn wir einfach das Viech da unten lassen und uns auf unsere eigenen Skills verlassen müssen. Und ich sehe gerade, wir haben ja noch die Armbrust aktiv. Das finde ich nicht sehr praktisch. Geh mal lieber auf Flammen. Das war gerade auch falsch. So, na, jetzt komm, so. Gut. Und dann gucken wir uns mal eben. Ach, den Schrein haben wir schon durchgelesen. War ja der erste, den wir gefunden haben. Und wir gehen mal jetzt eben ganz rasch hoch. Und da sehe ich schon die erste Spinne. Hallöchen! Hallöchen! Und sterben bitte. Jetzt, sofort. Jetzt, stirb! Na bitte. Wer sagt's denn? War doch gar nicht so schwer. Die Viecher scheinen aber auch ein bisschen widerstandsfähiger geworden zu sein. Denn, wie man ja öfters mal gesehen hat, ich dachte, das wäre ein Distel, die kann man irgendwie mitnehmen, scheinen ja unsere Zauber nicht mehr ganz so wirkungsvoll zu sein, wie zwischendurch mal. Das mag wohl einerseits daran liegen, dass wir in Gebieten sind, die vom höheren Level sind, obwohl ich nicht weiß, ob das hier so gehandhabt wird, dass es hier Gebiete gibt, in denen die Viecher höhere Level haben. Ich glaube, das passt sich dynamisch mit dem eigenen Level an. Aber ja, eins von beiden wird es wohl sein. Also entweder halt, dass wir aufgestiegen sind mit unserem Level und dadurch auch alle anderen. Oder halt, dass wir hier in einem anderen Gebiet sind. So, und nachdem ich jetzt so viel gelabert habe, werden wir jetzt auch gleich wieder auf den Gegner treffen, hoffe ich doch mal. Hier überall Ziegen, oder was ist das hier eigentlich für ein Viech? Kann man sich das gar nicht angucken? Nee, das kann man umbringen, schade. Sieht ja schön steil hier aus. Ich glaube, das ist der höchste Berg von Himmelsrand. Ich bin mir aber nicht ganz sicher gerade. Müsste zumindest. Da vorne ist unser lieber Wandersmann, den wir schon mal gesehen haben. Hallo, Seid auf der Bargna. Hut vor Wölfen, wenn ihr den Pfad nach Hochrotgar emporsteigt. Ach ja. Okay, und das hier ist der Schrein, den wir noch nicht geguckt haben, glaube ich. Die Menschen wurden geboren und verteilten sich in Mundus. Die Drachen herrschten über den Kriechen. Achso, haben wir schon gelesen. Achso, interessant. Gut, ich glaube dann, waren wir hier auch schon? Ja, kann gut sein. Also der Weg zu Hochrotgar. Ach, jetzt gerade übrigens wunderbar angestrahlt von der Sonne. Boah, Mann, ist das schön. Sieht man gerade gar nichts vor lauter Geblendung und Verblendung und allgemein der Blendung an sich und so. Ach Mann, wenn der Weg denn da so schön angeleuchtet. Oh, angeleuchtet wird, würde ich sagen. Ja, ich rüste mal kurz. Ich sollte meinen Heiltrank benutzen, fällt mir gerade so auf. Ich wollte gerade erstmal. Verdammte Kacke, wir haben ja gar keinen ausgedingst. Objekte. Zaubertränke. Gegengift? Nee, nicht so wirklich. Ich möchte jetzt hier nicht schon direkt sterben am Anfang der Session. Das finde ich nicht so nett. So. Und dann rüste ich doch direkt mal hier. Nein, eine Waffe aus. Was haben wir denn da alle so? Explodierende Stahlbolzen. Ach, nett. Orkscher Pfeil, Spitzhacke, Zwergenkriegsaxt. Süß. Nee, erstmal Schwert des Mitschmiedenstahls. So, und dann auf die andere Hand, wenn wir schon jetzt in diesem Menü hier drin sind, könnten wir uns doch dann direkt mal. Ich weiß gar nicht. Ich rüste mal, glaube ich, Feuerblitz einfach aus, weil es sich gerade so anbietet. Ja, war richtig okay. Und dann mache ich auch mal eben, während wir uns hier so schön in den Berg reingraben, den Zorn der Ahnen drauf. So. So, jetzt halt's aber im Maul. Okay. What the fuck? Ja. Da kratzt mich doch der Waschbär. Da, wo sind wir gerade eben schön weggestorben? Mann, das geht aber auch schnell. Verdammt. Also mit dem Zauber scheint es nicht unbedingt so die gute Kombination zu sein gerade. Auf die Dinger, auf die Viecher. Das geht eher nicht so wunderbar ab, wie es denn mal zwischendurch war.
Ich glaube, da schalte ich doch mal eben lieber wieder auf das übliche alte Gedingse um. Mann, müssen wir jetzt wieder rennen. Ach, Kacke. Ich möchte mich jetzt hier aber auch gerade mal nicht in Werwolf verwandeln, deswegen war das, glaube ich, nicht, dass das so gut ankommt, wenn man jetzt mitten in der Menschenmenge mal eben sein altes Stinkefell anzieht. Das ist, glaube ich, eher ein bisschen erschreckend. Ach Mann, jetzt war gerade so schön der Sonnenaufgang und so schön. Und, naja, egal. Wo haben wir denn hier gerade mal eben da? Und dann, obwohl, nee, ich glaube, gegen die Spinne war das doch ganz gut. Dann rüsten wir den auch direkt mal aus. So, jetzt komm her. Oder auch nicht. Ja. Das war ja extrem geil. Haben wir ihm genau, also dem Viech da, genau auf ein 15. Leben alles runtergehauen und dann doch wieder nicht. Ach, Mensch. Ja, die ist leer, okay. Gut, los ich mal eben kurz. Wo ist denn da? Schwert des Mitschmiedenstahls. Und ansonsten, ja, Feuerblitz kann man ruhig draufbleiben, wieso auch nicht. Unerbittliche Macht. Rüsten wir wieder Zorn der Ahnen aus, weil ich denke, das könnte uns jetzt doch gegen den Säbelzahntiger etwas helfen. Mann. Mann, Mann, Mann. Hoffentlich regeneriert sich unser Leben bis dahin auch mal wieder. Es geht ja zwar nur ziemlich langsam, aber es geht zumindest irgendwie ein bisschen. Ne? Ich sehe jetzt gerade gar nichts, aber ich glaube, das war erst eine Biegung später mit dem Viech. Ja, das war in der anderen Richtung, genau. Ja, 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 das war's. So. Mensch, Mensch, dieser Weg gestaltet sich ja wesentlich schwieriger als gedacht. Vor allem der Säbelzahntiger, gibt da einen mächtigen Rest. Ich weiß nicht, ob wir letztes Mal auch an dem gestorben sind. Bin ich mir gar nicht mal so sicher. Aber keine Ahnung. So, da vorne ist wieder unser niedlicher Kumpane. Mit dem quatsche ich jetzt diesmal nicht. Ich glaube, wir haben sowieso schon mehrmals mit dem gequatscht, als wir jedes Mal versucht haben, hier hochzuklettern. Mann. So. Dann ist vielleicht der Säbelzahntiger hier hervorspringen irgendwo. Oder kommt der jetzt erst hier hinter der Biegung? Ich weiß gar nicht. Ich merke mir das mal nicht so schnell. Wir sterben ja immer sofort. Ja, da ist er. Ja, geil. Rennen wir. So, jetzt sind wir wieder kurz zum Abkratzen. Ja. Da habe ich doppelt geklickt, B, und dann sind wir gestorben, weil ich zu schlecht war, den B-Knopf zu drücken. Ach, Kacke, ist das das... Mann, das regt mir jetzt gerade auf. Da verschlucke ich mich sogar extra noch. Das ist ja jetzt gerade nicht so schön. Sollte ich vielleicht oben speichern, bevor ich das mache? Das wäre gar nicht mal so blöd. Ach, verdammte Scheiße. Jetzt hier mal wieder diesen Weg da hochlatschen, da habe ich echt keinen Bock drauf. Sollte ich gleich mal wirklich speichern. Bloß ich war wieder so überrascht, dass er da direkt vor meiner Nase auftauchte. Hatte ich ehrlich gesagt noch gar nicht mit gerechnet. Ich dachte, es käme erst eine Biegung später. Also eine Serpentine später. Ach Mensch. Was für eine Fail-Session, das gibt's ja wohl nicht. Verbringen wir jetzt hier 8 Minuten schon. Ja, knapp 8 Minuten verbringen wir jetzt schon damit, diesen einen Berg hochzustapfen. Ich glaub's ja nicht. Weil ich auch mal zu dämlich bin zum Speichern. Das gibt's ja wohl nicht. So. Ja, für den Aufstieg scheinst du wirklich nicht mehr so fit zu sein. So. Die Armbrust bringt uns ja echt wenig. Dass der auch immer wieder die gleiche ausrüstet. So, Feuerblitz. Wo ist denn die Spinne? Ich sehe... Ach, da hinten ist sie. Ja. So, dann... Komm mal her. Ja, bringt ja auch voll was, wenn man nicht mehr genug Mana hat, um den Zauber zu wirken. So, jetzt aber. Gut. Ach Mensch. Dann wieder eben mal das alte Schwert ausgerüstet. Aber ich kriege auch immer mal hier aufs Maul. Das finde ich echt nicht nett. Selbst von so einer kleinen, pimperlichen, zimperlichen Frostbissspinne. Die ja eigentlich nicht wirklich was kann. Wie wir ja schon mehrmals gesehen haben, in zahlreichen anderen Dungeons und Krams. Jetzt guckt auch noch nicht mehr die Sonne heraus. Mann, war gerade so schönes Wetter. Und gleich werde ich aber auch mal, wenn wir an der Biegung da oben sind, speichere ich eben auch mal. Haben wir wenigstens 3 Sekunden eingespart, wenn wir wieder den Berg hochstapfen müssen. Naja, 3 Sekunden sind sie jetzt nicht, hat man ja gemerkt, es sind ja mehrere Minuten. Aber trotzdem.
So, da hing ich gerade irgendwie fest an der Stufe. Aber ist auch echt, der ist auch echt gemein platziert. Der steckt da hinten hinter so einer Biegung. Da sieht man den auch gar nicht vorher. Ich könnte natürlich versuchen, den zu umgehen gleich mal. Ach, jetzt kommt wieder die Sonne raus. Ach, schön. Ach, wie schön. Aber ehrlich gesagt bin ich echt doch ein bisschen angepisst. Könnten wir jetzt natürlich auch mal den Spaß... Ich glaube, wir machen mir gleich mal den Spaß. Aber vorher speichern wir hier direkt mal. Vielleicht springt mich jetzt gleich der olle Säbelzahntiger von der Seite an. Vielleicht hätte ich einen der Gefährten mitnehmen sollen als Kumpan. Das wäre ja zumindest mal eine Option gewesen. So. Na, speichern mal zu Ende. Danke sehr. Dann gehen wir mal eben den Weg hier runter. Aber der Tiger scheint ja eher unbeeindruckt davon zu sein. Oder sich zu glitschen. Na, jetzt komm. Also komm nicht. Das wollte er nicht. Tot? Na bitte. Sogar geschafft, ohne einen Heiltrank zu verschwenden jetzt. Immer dann, wenn man speichert. Ach Mann. Ja. Dafür kommt da gleich der nächste. Ein Wolf ist es, glaube ich, nur insofern. Sollte mir echt mal die Zaubertränke auf den Favoriten knallen. So. Und kleine Heilung. Wie viel haben wir davon? Ach, 12. Ach, schön. Haben wir noch einen Trank der Wiederherstellung? Hatten wir davon nicht x-dutzend gemacht? Gesundheit wiederherstellen. Ach ja. Nee, Gesundheit verstärken war das. Ja, Gesundheit wiederherstellen. Nehmen wir auch mal auf den Favoriten. Ich meine, immerhin besser als gar nichts. Und dann würge ich mir eben mal nochmal einen kleinen Heilungstrank rein. Oder auch zwei. Und dann nochmal... Was haben wir denn noch so an schönen Sachen? Ach, eine normale Heilung kann man sich mal auch gönnen. So. Ja, ist nur ein ekliger kleiner Eiswolf. Na, bitte. So, die Finisher retten einem teilweise wirklich den Arsch. Wenn ich das so sagen darf. Wer schon durchsucht, ja. Und ich verharre hier jetzt mal kurz. Und lass mal mein klägliches Leben regenerieren. Das ist echt zum Kotzen, dass man hier so schnell drauf geht. Ich glaube, wir sollten das nächste Mal wirklich wieder Leben skillen. Wäre zumindest von Vorteil. So, dann regeneriere ich mal ein bisschen schneller. Ich habe ja nicht den ganzen Tag Zeit. Und ihr ja bekanntlich auch nicht. Oder ich weiß nicht, keine Ahnung. So, stapfen wir mal weiter. Und da zahlt sich dann doch irgendwann wieder aus, dass wir so ein bisschen mehr die Doppelschiene gegangen sind. Auch wenn wir jetzt dazwischendurch ein bisschen mehr mit Doppelzaubern hantiert haben. Aber im Endeffekt ist ja doch immer das gute alte Schwert wieder dabei. Und insofern ist es auch nicht so verkehrt, dass wir da geskillt haben drauf. So, und ich sehe schon, der Berg wird langsam flacher. Wir nähern uns der Spitze. Ich habe jetzt allerdings gar nicht mehr irgendwelche Schreine gesehen. Vielleicht verstecken sie sich ja jetzt irgendwo hier. Was ich allerdings nicht glaube, da man sich ja die sicher durchlesen soll. Ach, da vorne ist, glaube ich, einer wieder. Ja, ich glaube, das könnte ein Schrein sein, der wäre... Oder ist das was? Nee, das ist nur irgend so eine olle Popelsäule. Ach, Mensch. Noch so eine? Jetzt geht sie wieder bergab. Aha. Okay. Gut. Scheint ja hier ganz richtig zu sein. Es gibt ja auch nicht so viele Abzweigungen, insofern... Dass wir wohl weiter in der gleiche Weg bleiben. Aber hier geht es ja immer hoch und runter. Was für ein ineffizienter Pfad. Ist hier eine Höhle irgendwo? Nee. Nee. Nein. So, ich renne mal ein bisschen schneller. Unser Leben hat sich jetzt wieder vollkommen regeneriert. Da können wir jetzt auch ruhig weiter durch die Gegend pesen.